Und so entgeht mir nichts, was ihr jemals gesagt habt. Uiuiui. Ich kann spielen, und werde es gegen euch verwenden. Battle on the Dunes. Oh. Das Match fing an. Oh, dann tapp ich schnell wieder ins Spiel rein. Schnell, schnell, schnell! Ja, haben jetzt ja nur eine halbe Stunde gewartet. Oh, mir ist gerade was klar geworden, was, glaube ich, verdammt nervig ist. Das waren großartige erste Worte, aber sag mal, was nervig ist. Ich habe hier so einen Armreif auf meinem Tisch liegen, ne? Ja. Und ich glaube, wenn ich den die ganze Zeit drehe... Ja, ist anstrengend. Ist doch dezent auch nervig. Aber es geht schlimmer. Dein Stuhl ist auch laut. Ich habe auch einen Drumstick auf meinem Tisch liegen. Ich glaube, damit kann ich mehr nerven. Ui, toll. Könntest du uns auch musikalisch unterhalten? Ich bin Gunnar, ne? Ja. Wolltest du? Der Stuhl ist laut. Gunnar, du wolltest Gunnar sein. Gunnar. So. Also. Okay, Gabel, bleib ich hier unten bei den Triebwerken hinten? Ist in Ordnung. Dann kannst du oben hinten ist auch noch eins, glaube ich. Ja. Ich gebe mal ein bisschen Gas und Achtung, ich habe jetzt hier eine Spezialfähigkeit aktiviert. Dazu müsstet ihr jetzt, wenn ich ein Schiff angucke, müsstet ihr sehen können, die Distanz dazu. Seht ihr die? Ich sehe kein Schiff. Ich wollte gerade sagen, ich sehe kein Schiff. Ich sehe ein Schiff, das andere Schiff von uns. Alles klar, Doc. Die vordere Kanone ist übrigens mit einer ganz besonderen, speziellen Munition. Von rechts kommt eine. Achtung, Achtung. Ich drehe bei. Kannst du mich so reindrehen, dass ich den mit der vorderen Gun schießen kann, abschießen kann? Ja, fliegt direkt auf den zu. Das war ein Teammate. Teammate? Okay. Ich wollte gerade sagen, der hat blaue Flaggen gehabt. Ich habe nämlich einen Shot geladen, der 200% Schaden macht. Deine Kanone geht auch ganz schnell kaputt. Sag mal, doch, wieso kriegen die Engines Schaden? Ich drehe hier mal eine Runde. Guck mal, weil wir werden von irgendwoher beschossen. Oder? Ah, deswegen. Ah, da. Achtung, Achtung, rechts. Rechts. Wo rechts? Beide. Links. Ja, meine ich doch. Anderes rechts. Die vordere Kanone, Doc. Damit würde ich gerne einen Schuss treffen. Jawohl. Ich drehe bei. Ich sehe nur gerade keinen Gegner. Ach, da. Genau vor uns. Und ja, hinter uns. Gesehen. Nee, das ist vorne. Ist das vorne oder hinten? Ich hab ihn getroffen, du kannst beide hin. Worum drehst du? Ich ramm den erstmal. Bisschen weiter drehen? Ich hab das Gefühl, wir stürzen ab. Ja, der Ballon ist kaputt. Aber vorne ist kaputt, dran, ja. Ich tue mein Bestes. Ist aber nicht weiter schlimm. Ich glaube, ich habe ihm seine Frontkanone weitestgehend kaputt geschossen. Ich guck mal, dass wir den... Boah. Nee, der schießt wieder. Ja, er schießt wieder und ich komme nicht hinterher mit dem Reparieren. Unsere Panzerung steht wieder. Ah, deine Kanone kriegt jetzt auch einen Schlag drauf. Das sieht schon wieder minimal gut für uns aus gerade, ne? Wir sind gleich am Boden. Ja, das ist katastrophal gerade, ehrlich gesagt. Ich glaube, er hat unseren Ballon schon wieder zerschossen. Ich bin dran. Aber ich komm nicht im ausreichenden Maß hinterher. Oh, Armor ist auf Cooldown. Das heißt, ich kann mich um die Triebwerke umgestellt. Hm. Was mache ich falsch, glaube ich? Wir sind gleich weg, das weiß ich. Ja, das ist, war das. Das war schön. Das war sehr schön. Wieso kriege ich ihm denn eigentlich keinen Schaden zugefügt? Das frage ich mich. Vielleicht ist er zu weit weg. Ich kriege ja die Hits angezeigt. Er wird schon getroffen. Man musst du die Hülle erst kaputt machen, bevor du Schaden machst? Nee, die Waffen und so könnte ich eigentlich direkt treffen. Aber er hat mir meine Waffe in der Zeit dreimal kaputt gemacht und ich ihm seine kein einziges Mal. Hast du die Munition mal gewechselt zwischendurch? Vielleicht lag's an der Munition. Ja, ich habe mit Brandmunition auf ihn geschossen. Aber es kann sein, dass er die Kühlerclips benutzt hat, die nicht brennen. Alles klar. Gabel, Achtung, wir werden schon beschossen. Raus, machst du oben? Ja, ich kümmere mich um den Motor hinten. Und den Ballon auch? Und den Ballon. Damit wir nicht abstürzen können, ne? Und du kümmerst dich quasi um alles andere. Ich versuche mein Bestes. Ne, die Rakete hier links nehme ich auch, die linke Kanone nehme ich auch noch. Die bemanne ich im Notfall auch. Mhm, okay. So, ich bringe uns erstmal so hoch wie möglich. Oh, das ist der Fichtenelch. Keine Ahnung, was für ein Fichtenelch. Fichtenelch, stimmt, da ist wirklich der Fichtenelch. Da ist die Ship Hunter 2. Die Ship Hunter 2, das sind beides gegnerische Schiffe, oh Gott. Ja. Ja.
guck mal, dass wir nicht zwischen die kommen, aber auch nicht. Ich glaube, da sind wir aber auf dem besten Weg gerade hin, oder? Nee, das Problem ist jetzt. Ich guck mal, dass ich hier in die Wolke reinfliege. Achtung. Oh, hier. Worüber drehst du? Ich drehe nach links. So, ich geh mal. Oh Gott. Wir haben keinen Antrieb. Also. Antriebe sind komplett im Arsch. Das stimmt nicht, der hintere funktioniert. Ballon ist down. Und. Aber die Antriebe funktionieren wieder. Ah Mist, ich habe wieder nur einen Feuerlöscher dabei. Ist doof, ich kann da leider nichts reparieren. Ich kann Feuerlöscher brennen irgendwo. Ne, gebrannt hat's gerade, aber wir gehen runter, ne? Ja, aber der Ballon ist ja kaputt. Ich kann ja nicht hoch. Das ist das Problem. Ich habe den Unterschied dazwischen noch nicht rausgefunden, wie schnell was hier was repariert. Okay. Ist gut. Unsere Antriebe stehen wieder. Und wir sind tot. Oh. Das ist cool. So läuft das. So gefällt mir das im Spiel. Was? Worst Pilot? Sterben die anderen wenigstens auch ab und zu mal? Also die anderen aus unserem Team? Es wurden bis jetzt zwei Schiffe zerstört. Das waren zweimal wir. Das letzte Mal nehme ich auch komplett auf meine Kappe, aber es hat geklopft und es hätte nicht aufgehört zu klopfen, wenn ich nicht hingegangen wäre. Hau ihn von uns. Here we go. Nee. War das der, dessen Name nicht genannt werden darf? Das war, wie du richtig vermutest, diese... Richtig. Was Voldemort wohnt bei euch? Ja. Also in seiner finalen Form, aber also das... So, ich bringe uns erstmal so hoch wie möglich, ne? Ja. Das ich klingt gut. Darum. Da vorne schießt schon. Ich sehe aber niemanden und dann schieße ich mal noch nicht zurück. Ich kann sagen, ich sehe nur Rauchwolken da hinten. Doch, ich sehe von links, das war links ist ja, unsere, so, ne? So ein bisschen nach links. Das sind zwei. Mhm. Oder? Ja, da. Aber ich kann nicht erkennen, wer ist. Der linke ist der Feind. Gabel hat es gerade andersrum gesagt. Ich habe nur gesagt, dass sie da hinten stehen. Ja, aber ich habe so weit reingezoomt, so, ich kann. Achtung, ich gebe mal ein bisschen Gas. Das ist die links ist der Fichtenelch. Der Fichtenelch. Ich finde, wir sollten wenigstens den Fichtenelch erlegen. Ja, ich guck, dass wir den Fichtenelch zwischen unseren Partnern und uns kriegen. Dass wir ihn von beiden Seiten. Ich kann ihn nicht mehr beschießen, den Fichtenelch, ne? Ja, ich versuche gerade mein Bestes. Ich habe eine sehr eingeschränkte Rotationsfähigkeit hier vorne. Muss weiter nach. Ist tot. Der Fichtenelch. Da hat sie den Fichtenelch gelegt. Yay. Aber es waren nicht wir, es waren die anderen. Egal, tot ist tot. Wir haben den Punkt. Ja, wo ist der andere? So, jetzt nur die Frage, wo sind die anderen? Kommen wahrscheinlich gleich von links oder so. Ja, ich drehe mal nach links, gucken ein bisschen. Da kommen auf jeden Fall Schüsse links aus der Wolke. Nee, doch nicht, das sah nur so aus. Vor uns. Ich drehe nach rechts. Und dreh nach links. Nach links. Oh, der Ballon. Unser Ballon, ich bin dran, ich bin auf dem Weg. Uiuiui, der Ballon ist on cooldown und kann nicht repariert werden, bis der cooldown wieder unten ist. Haust du noch einmal mit dem Hammer bitte? Das ist okay, haust du bitte noch einmal mit dem Hammer auf die Schilde. Hammer? Ich habe keinen Hammer. Oder du hast einen Gummihammer dabei. Nein. Du hast keinen Gummihammer dabei? Ich habe keinen Gummihammer dabei. Ich hab, warum nicht? Vorhin anders an andere Sachen gedingsbumst. Da hinten sind die anderen. Nick, oben. Aber der ist total praktisch zum Reparieren. Ja, aber ich habe doch nur nicht so oft gespielt. Ich habe vorhin einfach geguckt und Dinge getan. Ich habe das doch genauso oft gespielt. Ich habe aber Dinge getan. Na gut, dann... So, ich drehe gleich nach links wieder. Ich will nur erstmal kurz ausholen, dass wir hinter den kommen.
Da habe ich ja was angefangen, oder? Ja, aber das wird der Fichten ehrlich. Er steht übrigens 2-2, nur so zur Info. Ja, es ist, wir sind gar nicht so schlecht diesmal. Wir haben aber auch gute Mitspieler, glaube ich. Ich wollte gerade sagen, wir haben da jetzt nicht so viel zu beigetragen, oder? Okay, Gabel, du machst die wieder fertig und ich repariere die danach. Gehen wir auf Verfolgungsjagd zu dem Fichtenelch oder bleiben wir bei der Breitseite? Ich gehe so halb hinter ihm her. So. Ich guck mal, dass ich ihn erwische. Ich gehe mal auf volle Kraft voraus. Von irgendwoher schießt. Ja. Von rechts. Oder ist es Gabel, die repariert? Ich habe gerade repariert, aber es ist auch kaputt. Unsere geht beiden auch Motoren kaputt. Brauchen ein bisschen Hilfe. Das ist unser Teammate, da ist der Fichtenelch. Das ist unsere, ja, ich drehe da so den Fichtenelch. Das ist der Fichtenelch. Wir haben wieder einen hinter uns, scheiße. Ja, wir sind genau dazwischen. Den Chip war ich zu spät da. Ich guck mal, ich fliege jetzt vor den Kraft. Motorblatt. Das sieht sehr, sehr schlecht aus gerade. Meine Maschinen sind down. Nee, oben der hintere, der Hauptantrieb geht noch. Bringt das, was wir da zusammen draufhauen? So, hinten ist wieder fertig. So, das ist die Ship Hunter und der Fichtenelch. Ja. So, der ist drauf. Gabel, geh du an das hintere Triebwerk und reparier das. Überall knallt's. Unten ist wieder. Unsere Panzerung ist down. Ja, ich gebe eben noch einen Schlag auf den Dingens und danach kümmere ich mich um die Panzerung. Aber ich habe ihm seine vordere Kanone zerlegt. Das ist sehr gut. Ich mache in der Zeit die rechte Kanone wieder fertig. Und ich habe ihm seine vordere Kanone direkt wieder zerlegt. Ich gehe hinten ran. Jetzt hat er uns unsere zerlegt. Ich sorge dafür, dass wir wieder Triebwerke haben. Gabel, kümmer du dich um entweder die Kanonen oder hau einmal ein bisschen auf die Dingens. Ja, ich mach grad alles so ein bisschen. Ich glaube, so geht's ganz gut, ne? Uiuiui, das qualmt gut, ich sehe nichts mehr. Du musst weiter links rüber drehen, Doc, ich treffe ihn sonst jetzt nicht mehr. Was ein Gerinne. Ja. Ja, das ist richtig, aber... Da hinten sind die anderen beiden. Du, solange die sich gegenseitig bekriegen, ist alles gut. Ich wechsle jetzt auf Brandmunition gegen ihn hier. Hier mit dem Fisch, stell ich das mal. Es ist blöd, ich kann gerade. Okay, die anderen. Achtung, ich flieg mal kurz hier. Weil da ist der Shiphunter, genau vor uns. Geht wieder. Ja, der Fichtenelch ist genau hinter uns. Ja, ich will aber nicht zwischen die beiden kommen. Ich drehe jetzt wieder nach links. Nee, ich nicht, aber der andere hat ihn zerstört. Sehr gut. Cool. Hey, wir führen. Läuft das erste Mal, ne? Ja. Ja, ist auch ein harter Block. Der ist auch zerstört. Du bist halt, oder? Boah, der Ballon ist zerstört. Der ist außerhalb der Range, ich komme noch nicht mehr ran. Okay. Geh mal ein bisschen tiefer. Sieht gerade gar nicht so schlecht aus, oder? Nö, sieht gut. So, schieß auf ihn, Gabel. Wo ist er denn? Ja, genau nach unten. Der linke? Der unter uns. Ja. Sehr gut, Gabel. Soll ich sonst wieder übernehmen, oder? Wenn du willst, aber gleich ist er ja sowieso raus. Nee, ich gehe auf die andere Seite rüber. Weil ich dachte, dass Doc ihn unter uns kreuzen lässt. Möchtest du dann wieder hier ran? Alles gut. Kann ich auch machen. Dann drehe ich einmal bei und dann kann Nick von der rechten Seite. Dann gehe ich so lange nach vorne. Er ist rechts von uns. Rechts von uns. Das bringt ja überhaupt nicht.
Ah, ich gehe den Ballon reparieren, glaube ich. Ja, definitiv. Jo. Ah, wir haben ihn genau zwischen uns, das ist super. Down. Wir sauber. Haben, ich hab ihn zerstört. Wir haben ihn erlegt. Die USS Shoko Auto Killship. Ja. Yay. Das war unser erster Kill, glaube ich. Ja. Ja. Boah, wir werden immer besser. Hinter uns. Wollen wir erstmal mit der vorderen und da, Achtung, von rechts kommt wieder eins. Also da. Soll ich mit der vorderen Kanone die erste Salve reinschießen? Von, ist der Fichtnet? Ja, ich drehe. Ah, sehr gut. Unser Verbündeter ist aber auch am Start. Du musst weiter rüber drehen. Ja. So, ich kann schießen. Ich nicht schieß. Mehr. So, die Hüllarmor ist. Kannst du langsamer fliegen? Ich bin gerade auf vollen Stopp schon. Alles, also ich kann höchstens noch rückwärts. Es ist alles perfekt. Hallo Gabel. Hi, na? Schön, dass du da bist. Ich gehe wieder höher. Möchtest du den Kaffee vorbeibringen? Ja, ich hätte gerne nur noch einen Kaffee unterwegs, auch nicht. Ist ja alles auch nicht so einfach hier. Erwischt. Ich mach die nette Wenn du jetzt für eine Breitseite reinbringst, bin ich dir sehr dankbar. Oh, ja! Der Wahnsinn! Haben wir ihn kaputt gemacht. Und wir haben auch ein Schiff kaputt gemacht. Du, ich glaube nicht, dass... Sollen wir das mal auf Rematchen drücken jetzt? Können wir mal machen. War ja eigentlich relativ also ausgeglichen, ne? Ich habe 6 Armors zerstört. Vor allen Dingen, unser anderes Team hat... Also, ne? Und ich so. Ich hab Recommendations verteilt. Soll ich euch mal... Kann ich das hier? Ich sag Rematch. Ich Komm. Auch. Ich hab auch Rematch. Also nochmal, aber in der nächsten Folge, oder? Während wir auf das Rematch waren, wollte ich gerade sagen, danke fürs Zugucken. Das war ganz auf Icarus eine schöne Runde, in der wir auch mal gewonnen haben. Das erste Mal, das war unser erstes Mal und ihr durftet dabei zugucken. Yay. War das nicht toll? Ended. Sehr gut. Und jetzt auf Wiedersehen. Ne? Tschüss.